Pass auf. Lass mal die Kamera sauber machen. Heute will ich mit dir über etwas richtig Nerviges sprechen, was Narzissten tun, wenn sie keinen Bock mit dir haben oder keinen Bock haben, mit dir über irgendwelche Probleme zu reden. Was sie tun, wenn Probleme jetzt beispielsweise in der Familie, in einer Beziehung, in einer Freundschaft auftreten. Was tun Narzissten bei diesen Dingen? Nicht alle. Deswegen werde ich auch noch ein anderes Video dazu machen. Aber einige, viele werden Konflikten, Problemen, Konversationen aus dem Weg gehen. Wirklich bewusst aus dem Weg gehen. Das heißt, sie sagen dann sowas wie, ja, komm, können wir nicht darüber ein anderes Mal reden. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Und es scheint so, wie als wäre dieser Mensch nie greifbar für diese Art von Konversation. Andersrum ist es, wenn sie etwas zu besprechen haben, dann musst du direkt springen, direkt zuhören, direkt am besten alles klären. Aber andersrum, wenn du etwas hast, was dir auf dem Herzen liegt, du hast seit Wochen, seit Monaten vielleicht, seit Jahren vielleicht schon, je nachdem, wie lange du mit diesen Menschen in einer Beziehung bist oder Familie oder was auch immer, kann alles sehr, sehr, sehr problematisch sein, weil dann tauchen auf einmal Dinge auf, beispielsweise, und du hast etwas erlebt, was dir nicht gefallen hat, ja, und versuchst darüber zu sprechen mit diesen Menschen. Aber dieser Mensch ist nicht bereit dafür und weist dich immer ab. Hat anscheinend immer etwas Besseres zu tun oder immer keine Zeit für dich. Und somit manipulieren sie dich nur noch mehr. Somit entsteht ja immer mehr dieser Dramabund. Ich hatte letztens ein Gespräch. Sie hat mir, was heißt Gespräch? Also wir haben miteinander geschrieben. Sie hat mir auf Instagram geschrieben, hatte anscheinend Beziehungsprobleme. Und auch, ja, warum er nicht auf die Probleme eingeht und dadurch wird sie nur noch mehr angezogener, so irgendwie in der Art. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war. Nur das Ding ist, so halten dich Narzissten immer mehr in ihrem Bann, sag ich mal so. Weil somit machen sie dich nur noch mehr abhängig, weil du vielleicht Dinge hast, die dich stören. An diesen Menschen oder nicht mal stören, so was dieser Mensch jetzt unbedingt verändern muss. Aber er hat irgendwas gesagt, irgendwas getan, was dich gestört hat. Und du versuchst das ans Licht zu bringen, du versuchst das zu klären. Was ganz normal ist in einer Beziehung. In einer Beziehung sollte man immer miteinander reden können. Aber viele und auch gerade viele Frauen, ja, haben dieses Problem, dass, wenn es zu so einem Problem kommt, stehen sie nicht dafür gerade oder wollen sie nicht dafür gerade stehen. Auch sehr viele Männer, also eigentlich beide Seiten. Man kann gar nicht sagen, viele Frauen und viele Männer, so beide Seiten. Aber oftmals sind es auch heutzutage oder generell viele Frauen, die nicht die Wahrheit ertragen können und alles auf andere schieben. Ja, aber das ist schuld, aber dies ist schuld, aber jenes ist schuld und können nicht selbst die Schuld auf sich nehmen, weil das irgendwie ihr Ego zerstört, so sag ich mal. Und das ist, warum sie dir dann aus dem Weg gehen. Das ist, warum sie dann sagen sowas wie, ja, lass doch mal ein anderes Mal darüber reden. Oh, immer willst du den Vibe zerstören, immer willst du die Laune kaputt machen und was weiß ich für einen Scheiß. Oder, ja, ich muss jetzt das und das erledigen und sie erfinden extra irgendwie etwas, damit sie beschäftigt sind, um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Habe ich selbst auch erlebt. Dass sie extra den Raum so verlassen und machen so, als ob sie beschäftigt wären, nur damit sie jetzt gerade nicht dieses Gespräch führen müssen. Und sie halten dich die ganze Zeit hin. Und was ich gemeint habe mit diesem Dramabund ist, das Problem ist, wenn sie dich die ganze Zeit damit hinhalten, ja, hast du die ganze Zeit diesen Schmerz in dir. Du hast die ganze Zeit diesen Druck in dir und du musst diesen Druck rauslassen. Du musst diesen Schmerz irgendwann mal rauslassen und versuchst immer wieder, diese Menschen anzusprechen. So, ey,
lass doch mal jetzt reden. Komm, du hast doch gerade Zeit. Und die sind gerade nur am Fernsehen oder sonst irgendwas. Und die kommen dann mit diesen komischen Shaming-Taktiken. Ah, immer wenn ich am Fernsehen gucken bin, willst du mich jetzt stören oder was? Immer wenn ich dies mache, immer wenn ich das mache. Und die machen nicht mal etwas Weltbewegendes, aber wollen es so aussehen lassen, wie als wäre das temporär jetzt gerade wichtiger als diese Konversation, die du mit ihnen führen willst, über das gewisse Problem, was du hattest. Weil es ist dein Recht, wenn dich jemand nicht richtig behandelt, dass du darüber reden darfst mit dieser Person. Und wenn diese Person, jetzt gebe ich dir noch ein Game, wenn diese Person nicht bereit dafür ist, über dieses Thema zu sprechen, dann gebe ich dir jetzt den Gedankenstoß, warum bist du überhaupt mit so einer Person zusammen? Warum lässt du es zu, dass eine Person deine Gefühle, deine Emotionen, deine Gedanken komplett ignoriert und dich vielleicht sogar noch gaslightet und dann noch sagt, so irgendwie, für alle, die nicht wissen, was Gaslighting ist, ich bin kein Super-Experte, aber das ist einfach nur deine Realität in Frage stellen, Dinge umdrehen, quasi eine andere Art der Manipulation, einfach um dich zu verunsichern, dass du dich selbst hinterfragst und du selbst denkst, du bist an irgendwas schuld, obwohl du nicht schuld bist. Und du hinterfragst dich einfach selbst. Du zweifelst an dir selbst. Und das ist Gaslighting, dass sie es schaffen mit Manipulationstaktiken, jetzt Schuldumkehr und alles, dass du dann später die Schuld auf dich nimmst, dass du dann sagst, ah, okay, du hast recht, ja, okay, ich hab etwas falsch gemacht. Und das ist, was sie natürlich auch versuchen werden, es so aussehen zu lassen, wie als wäre es du der Verrückte oder die Verrückte. So, was fällt dir ein, so mit mir zu sprechen? Und immer bringst du nur Probleme, siehst du nicht, was ich alles für dich tue und was weiß ich alles und bring dann so viel Scheiße, ah, du bist so undankbar. Immer siehst du nur das Schlechte, was ich tue, und immer werfst du mir nur Dinge vor, und immer machst du mir nur Schuldgefühle, was weiß ich, weil sie nicht mit dieser Schuld umgehen wollen, weil sie nicht mit diesen Emotionen umgehen wollen und umgehen können. Deswegen werden sie versuchen, wenn sie es können, ihnen aus dem Weg zu gehen. Wenn du aber dann zu hartnäckig wirst, werden sie alles so drehen, biegen und wenden, dass du wieder der oder die Schuldige bist. Also, Lose-Lose-Situation, keine Win-Win, Lose-Lose-Situation. Mit Narzissten wirst du niemals gewinnen können. Auch wenn ich so Videos mache, wie du gegen Narzissten gewinnst, hast du vielleicht schon gemerkt, du kannst nicht gewinnen mit diesen Menschen. Kannst einfach nicht gewinnen mit diesen Menschen. Und egal was du versuchst, egal welche Taktik du auf einmal versuchst, so, irgendwann fängst du dann auch an, ja komm, jetzt ist es bestimmt der richtige Zeitpunkt, wir sind gerade auf einem Date oder sonst irgendwas und, oder, gerade am Essen und jetzt versuche ich mal mit dieser Person darüber zu reden, weil es ist ja eine ruhige Situation, weil so du denkst dir, ja, meistens ist es nicht die richtige Situation, weil dann sind die so geladen und wütend und werden schnell so rasant und werden schnell so einfach, die Emotionen kochen dann hoch und dann ist gerade ein ruhiger Moment, ja, wo du darüber sprechen kannst, wo du denkst, du kannst darüber sprechen, und trotzdem werden sie Ausreden suchen und trotzdem werden sie nicht dafür gerade stehen und dich nicht ernst nehmen. Das heißt, was ich dir jetzt rate, ist, wenn du mit einer Person zusammen bist, und ich weiß, es ist hart, viele von euch haben Kinder vielleicht mit solchen Personen, viele von euch sind schon jahrelang mit solchen Personen zusammen oder viele haben so eine Familie, ja? Und wenn die Dynamik so ist, du hast gewisse Dinge, die du ansprechen willst und du wirst komplett ignoriert, mach dir klar, du hast viel mehr verdient. Mach dir klar, dass das keine gesunde Beziehung ist, egal zu wem das jetzt ist, zu einem Freund oder Familie oder Geliebten. Das ist keine gesunde Beziehung. Wenn dieser jemand dich nicht respektiert, deine Seite nicht respektiert, hat er dich nicht verdient. Egal, was du dir dann vorstellst, egal, was du dir selbst sagst oder dich selbst gaslightest, also dich selbst verarschst, es ist nicht richtig. Es ist nicht richtig. Wenn jemand dich verletzt, hast du das Recht dazu, zu sagen, ey, so und so, du hast das und das gesagt, das hat mich verletzt, bitte hör auf damit, beispielsweise. Ohne jetzt ein weiches Möschen zu sein, nein, einfach klipp und klar sagen, so, ey,
dieses Verhalten dulde ich nicht mehr. So. Und wenn diese Person es nicht verstehen will oder gar sogar diesen Gesprächen immer bewusst aus dem Weg geht, stell dir selbst die Frage, ist es mir dann überhaupt wert, noch weiterhin da zu investieren? Weil je mehr du versuchst, es immer und immer und immer und immer und immer wieder anzusprechen, desto mehr Energie geht dir verloren, desto mehr Zeit geht dir verloren, weil du die ganze Zeit nur daran denkst, so, wann kann ich das endlich klären? Wann lässt sich das endlich klären? Wann können wir endlich darüber reden? Und diese Menschen lassen immer ein Fragezeichen da. Deswegen, da, somit entsteht in einer Art der Dramabund, indem sie lauter Fragezeichen aufstellen und nichts klären. Sie ignorieren alles, sie kehren alles unter den Tisch und noch schlimmer, manchmal geben sie sogar dir die Schuld dafür. Siehst du, das ist die Schuld, das ist deine Schuld, immer machst du mich wütend, wir haben doch gerade dieses schöne Essen, warum musst du immer diese negativen Dinge aufzählen, siehst du, es ist nur deine Schuld, du willst ja nur das Negative sehen, obwohl du einfach nur was klären willst. Und für alle, die jetzt sagen, das ist Victim Blaming und was weiß ich oder Opferrolle spielen oder sonst irgendwas. Nein, das ist dein Recht, wenn jemand dir etwas Unrechtes tut, darüber sprechen zu dürfen. Und wenn du merkst, dass jetzt einmal, zweimal, dreimal, fuck, zehnmal passiert, dann würde ich mir auf jeden Fall klar machen, so, ey, das darf hier zu gar nichts. Aber wenn jemand, jetzt kommt das Umgekehrte, es merkt frühzeitig, okay, so, da gab es dieses Problem, er geht auf dich ein, sie geht auf dich ein, erkennt es, verändert was daran oder ihr sprecht einfach nur darüber und sie versteht dich dann, das ist was anderes. So. Sogar wenn die Person dir so vorher mal gesagt hat, weil es trifft ja nicht immer zu, so ja, komm, lass doch mal wann anders drüber reden, vielleicht hat die Person es vergessen, was weiß ich, aber wenn du sie wieder drauf ansprichst, dann geht sie vielleicht darauf ein, das ist was anderes. Aber diese Narzissten werden meiner Meinung nach niemals darauf eingehen. Nicht freiwillig. Und nicht, wenn sie keinen Nutzen davon haben. Erst wenn sie vielleicht Angst haben, dich zu verlieren, werden sie dann kommen, ja, komm, lass das doch klären. Und versuchen dann zu kommen. Aber solange du immer noch an ihrer Seite schön loyal bist, werden sie es ignorieren. Und werden immer das Opfer spielen oder sonst irgendwas. Oder die Schuld umkehren, dich gaslighten, was auch immer. Werden mit Manipulation versuchen oder mit Ignoranz es einfach zu diese Konflikte einfach zu ignorieren. So, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Peace.